Hallo zusammen und willkommen bei der 82. Schelmschau. Heute leider nicht live, also zumindest der erste Versuch des Livestreams ist soeben gescheitert, da mich mal wieder mein Internetprovider hat hängen lassen. Aber das soll uns natürlich nicht aufhalten. Heute mache ich mal eine Folge aus der Konserve, nehme jetzt sofort im Anschluss hier eine zweistündige Sendung auf und dann laden wir die hoch und dann kann mich der Internetprovider, der mit dem Namen, dessen Namen ich hier nicht nennen will, aber der mit V anfängt und mit Odafone aufhört, mal gepflegt am Arsch lecken so langsam, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, in diesem Sinne geht es heute um ein Thema, was wir schon vor 2 Wochen hatten, aber da ich frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt bin, soll das mal ein guter Anlass sein, ein Thema auch eine zweite Woche lang zu vertiefen. Es geht nämlich um das schöne Computerspiel Schicksalsklinge in der Enhanced Gold Version. Ja, das Spiel haben wir ja schon angefangen zu spielen, sind dort dann tatsächlich auf das erste Kartenstück gestoßen, das uns den Weg zum Grab von Hetman Hügelig irgendwo im Orkland zeigen soll. Und wenn wir das dann finden, dann haben wir die Schicksalsklinge in Händen und können hoffentlich die bevorstehende Ork-Invasion abwenden. Dazu müssen wir uns heute wieder zurück nach Torval begeben, nachdem wir natürlich die Nachrichten uns angeschaut haben. Man sieht hier schon 4 Bücher, die ich mal erwähnen sollte. Diese 4 Bücher sind alle im Redax Insight von der DSA-Redaktion vorgestellt worden und sind für diejenigen, die schon auf dem Kaiser-Raul-Konvent dieses Jahr gewesen sind, keine große Überraschung, denn die wurden dort auch schon in der Keynote kurz präsentiert, um uns einen Einblick zu geben, was das denn sein soll. Ja, kurz zur Information, wir befinden uns in DSA 5, aber da gibt es ja immer noch das Problem, dass viele Leute sich beschweren, die Regelwerke sind viel zu zerfasert, dann ist mal hier eine interessante Regel und dann in einer Regionalspielhilfe was anderes versteckt und das alles über mehrere Bücher verteilt, kein Mensch findet irgendwas wieder, das kann so nicht weitergehen. Stand diese eine Liturgie jetzt in Götterwirken 1 oder 2 und der Zauber, war der im Grundregelwerk oder war der im Magie 3, keine Ahnung. All diese Fragen sind bald Geschichte, denn wir haben hier endlich Sammelbände. Wobei da schon eingeschränkt werden muss, wenn ich jetzt den Kodex der Magie zum Beispiel hier erwerbe, dann kriege ich nicht die kompletten Dinge, die jemals zu Magie in DSA 5 erschienen sind, sondern zum Beispiel die Zauber sind natürlich alle nicht drin, die sind im Grimorum Liturgis und Kanzion ist natürlich. Und die ganzen Archetypen zum Beispiel sind in Abenteurerboxen und so weiter. Ja, kurz zur Übersicht. Also der Kodex der Helden, da drin befinden sich die Spezies, Kulturen und Professionen. Orks, Achats und Goblins kommen dazu. Ja, es wird alles, was so an Professionen sich im Grundregelwerk, in den Kompendien, in den Götterwirken und Magiebüchern angesammelt hat, versammelt werden. Und ihr habt dann quasi alle Regeln zur Heldenerschaffung dort in diesem wahrscheinlich etwa 400 Seiten umfassenden Buch versammelt. Alles, was im Kompendium 1 und 2 steht, werdet ihr dann auch im Kodex der Kompendien wahrscheinlich wiederfinden, im Kodex des Kompendiums. Das ist noch ein Arbeitstitel. Wenn ihr einen besseren Namen dafür habt, dann lasst die Redaktion das mal wissen. Ja, auch da wird etwa ein 400-seitiger Umfang angestrebt und dort werden dann alle Regeln dort reingepackt, die so in den Kompendien sich angesammelt haben. Magie und Götterwirken beinhalten jeweils ja, die Regeln, die man in den entsprechenden Aventurische Magie 1 bis 3 bzw. Götterwirken 1 bis 2 Büchern so vorgefunden hat. Zaubertricks und Rituale sind ebenso wie die Zauber nur im Grimorum zu finden. Professionen, wie gesagt, im Kodex der Helden und Archetypen in den aventurischen Abenteuerboxen. All das hier wird also quasi das Äquivalent zu den Wegebänden von DSA 4.1. Alle, die jetzt also immer gemeckert haben, dass DSA 5
zu fragmentiert ist, können sich freuen, dass diese Bände bald erscheinen sollen. Frisch erschienen sind aber auch schon ein paar andere Sachen, die wir uns jetzt nochmal eben angucken wollen. Und dazu gehört natürlich, wie sich das gehört, der aventurische Bote. Den hatte ich eigentlich letztes Mal schon erhalten, aber nicht dran gedacht, den in die Kamera zu halten. Ich war etwas im Reisestress. Deshalb hier ein ganz kurzer Blick in den aventurischen Boten 214. Blut und Tränen speisten die Letter. In Festum wurde irgendwas aus den Mauergärten gestohlen. Der Hochkönig hat sich nach Senalosch aufgemacht anscheinend. Es gibt Pannen beim Tempelbau in Elenvina, ruhelose Geister in Gratenfels. Die Prinzen streiten für Tobrien, helfende Elfe heute Boretsch. Die Karawane der Veränderung. Wem gehört die Taschmine? Unglücksfall beim großen Turnier von Nostria. Das ist der einzige Artikel, zu dem ich euch was sagen kann. Das ist nämlich das, was auf Facebook stattgefunden hat. Da wurde ja gefragt, wer von den beiden Teilnehmern, Nostria oder Andergast, dort gewinnen sollte. Und da dort in der Umfrage ein bisschen geschummelt wurde, wird jetzt hier in der Geschichte auch ein bisschen geschummelt. Das ist, finde ich, eigentlich eine schöne Metaebene, die da reingekommen ist. Die Schicksalsstunden von Urbet, die Entführung nach Korbaschant und erste alanfanische Kaffeeernte. Das sind die Themen des Boten, die natürlich auch in den Meisterinformationen noch vertieft werden. Da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein. Die Werbeseite hat nur ein kleines Sudoku mit dem Wort Phrygaios, also dass alle Buchstaben des Wortes Phrygaios dürfen hier nur einmal jeweils pro Zeile und Spalte vorkommen und pro Block. Und die Werbung bezieht sich auf das schon erschienene Garadan-Komplott, auf das erste Blut und die Fortsetzung Die letzten Tränen, die beiden Bücher der Alhanien-Romanreihe von Jeanette Mastella. Diese Werbung ist jetzt nicht groß überraschend, möchte ich mal sagen. Interessanter ist da vielleicht schon die zweite Schale. Ein Solo-Heldenwerk, ach Quatsch, Solo-Abenteuer. Ein Heldenwerk-Abenteuer aus der Feder der Autorin Uschi Höpken, die uns auf eine Reise nach Kunchum, die Thulamidenlande und den Rastulswall mitnimmt. Wir müssen wohl einen Karfunkel eskortieren. So, das war die kleine Exkursion zum aventurischen Boten 214. Gleichzeitig kann ich euch aber auch gerne noch das neue Marder Vademecum in die Kamera halten, denn das hat die Unterstützer des Roalds Erben Crowdfundings auch schon erreicht, so ihr das denn in eurem Pledge-Level mit drin haltet. Es geht um Marder. Ja, vollkommen überraschend. Es sind einige namhafte Autoren daran beteiligt. Felixilius und David Schmidt, also David von der Rabenkrieg-Kampagne, haben das nach einem Konzept von Julian Hertel und Felix Pietsch mit Texten von Lena Falkenhagen, Markus Keck, Christian Nehling und Daniel Simon Richter verfasst. Das Ganze hat 162 Seiten und ja, hat viele Themen der Mondgöttin logischerweise zum Inhalt. Vom Wesen der Mondgöttin, Gefolgschaft, Fesseln, Kirche, Geschenke, Heiligtümer und Gebete an die Mondgöttin und dann auch noch Anregungen zur Ausgestaltung eines Marder-Gläubigen. Das Ganze wie immer mit Illustrationen von Tokala. Also ein typisches Vademecum, wie man das so kennt. Damit kommen wir zu, ja, wo kommen wir denn hin hier? Ach, zu einem ganz wichtigen Produkt, was auf Facebook überraschend angekündigt wurde, was ich sehr cool finde. Der ein oder andere hat es vielleicht verfolgt. Es gab dort ein kleines Bilderrätsel, was ich über 4 Tage jeweils einen Tag offen, also ein Teil offenbart hat. Und das ergab dann am Ende dieses Bild. Und die Frage ist, was soll das denn sein? Die Drachen von Wulldorf. Ja, wer ein leichtes Déjà-vu hat, der hat vielleicht das hier im Regal stehen, das Geheimnis des Drachenritters. Das hier ist ja die Einsteigerbox zu DSA 5. Und dementsprechend gibt es jetzt dann bald auch
eine Einsteigerbox zu Die schwarze Katze. Ja, tatsächlich. Damit ihr den Einstieg in das Katzenrollenspiel, in das Parallelwelt-Katzenrollenspiel, was sich Aventurien teilt, aber nicht in Aventurien zurückstrahlt, könnt ihr dort einen schnellen Schritt hineinwagen und neue Leute ans Rollenspiel heranführen. Vielleicht ist das ja noch besser für Kinder oder Katzenfreunde geeignet, um ins Hobby einzusteigen. Coole Sache, 29,95 könnt ihr jetzt schon im F-Shop vorbestellen. Ich glaube, angekündigt ist das Ganze für September. Cooles Ding. Dann gab es noch was zum Thema Miniaturen. Wir haben ja die erste Miniatur, die jetzt in den nächsten Tagen bei allen Bestellern aus dem F-Shop eintrudeln sollte, nämlich die Borborad-Miniatur. Da gibt es ja jetzt schon zwei Versionen von, die fünffingerige und die sechsfingerige pro Hand. Die sechsfingerige sollte jetzt bald die Käufer erreichen. Die zweite Miniatur ist ja schon früher angekündigt worden, konnte vorbestellt werden, nämlich Rohal, logischerweise als Gegenpart zu Borborad. Und die dritte Miniatur wurde jetzt freigeschaltet über eine Umfrage auf Facebook. Da ist es dann nämlich zum guten Rakorium gekommen, der beliebte, verwirrte Echsenmagier, also Echsenforscher, Verschwörungstheoretiker und erfahrenem Magier Rakorium, der soll seine eigene verwirrte Miniatur bekommen. Was natürlich cool wäre, weil er ein ziemlich cooles DSA 5 Bild bekommen hat. Wenn das nahe am Bild wäre, würde mich das sehr freuen. Das waren, glaube ich, so die Sachen, die mir jetzt von Ulysses hängen geblieben sind in den letzten Tagen. Dann darf ich euch noch kurz etwas zeigen, was der gute Ralf Kurziefer gebastelt hat. Da habe ich ihm ein bisschen unter die Arme gegriffen, ist aber jetzt, wo ich mir das so angucke, hätte man das durchaus noch schöner machen können. Ralf hat nämlich an seine Patreons diese PDF-Datei hier rumgeschickt oder auch die Word-Datei, die dazu gehört, eine Abenteuervorbereitungshilfe. Das heißt, ihr könnt euch hier in diesen Textkästen dann in der Word-Datei eure eigenen Notizen zum Abenteuer reinschreiben und könnt euch dann auch aus diesen Listen hier passende Begleitmusik raussuchen oder auch Hintergrundatmosphärenklänge. Und könnt dann hier das rausstreichen, was ihr nicht wollt und das dann nur das drin, was ihr cool findet. Nehmen wir mal an, ihr wollt zum Beispiel hier Lagerfeuerromantik in einer Szene haben, dann löscht ihr einfach alles, was da nicht zugehört und könnt dann hier einen einfachen Klick am Laptop machen und habt dann hier ein Lagerfeuer. Untermalt von Ralf Kurziefer. Ist eine schöne Sache, vielleicht findet der ein oder andere das ja praktisch. Dann will ich noch einen anderen Patreon erwähnen, den ich schon oft erwähnt habe, aber der macht halt auch einfach coole Sachen. Der gute Anton Weste hat zum einen einen Text eingesprochen, den er mal verfasst hat. Damals ist er sogar schon für Amalion veröffentlicht worden. So, wo haben wir es? Wo habe ich es hingepackt? Bla, 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 bla. Da nicht. Ich habe zu viele Tabs offen, Leute. Das geht so nicht. Da ist es auch nicht. Ich glaube, ich habe es zugemacht. Habe ich es etwa zugemacht? Ich habe es zugemacht. Okay, dann gehen wir mal kurz auf die Patreon-Seite von Anton Weste. Da kann man ja auch nie oft genug darauf verweisen. Unterstützt bitte Ralf Kurziefer. Die PDF-Datei von Ralf kriegt ihr natürlich auch, wenn ihr Patreons von ihm, kriegt ihr nur, wenn ihr Patreons von ihm seid. Und Anton Weste, der hat hier, hatte ich erwähnt, dass ich Probleme mit meinem Internetprovider habe? Ja. Der hat hier auf seiner Seite in jedem Fall einen schönen Einsprechtext, der einfach nur mit magischen Fachbegriffen gefüllt ist, eingesprochen. Und den könnt ihr dann gerne irgendwo verwenden. Arkanologische Analyse der Borborad-Kriege heißt der Text. Das ist quasi ein Vortrag, den ihr in irgendeiner beliebigen Magierakademie hören könntet. Vielleicht im Hintergrund laufen lasst, während ihr durch die Akademie lauft oder so. Und gleichzeitig gibt es ja auch noch ein paar alte Skizzen vom Abenteuer Blutige See, das ja bekanntlicherweise unter anderem auch auf einer Dämonenarche spielt. Und wenn man da mal draufklickt, dann sollte man, wenn der Internetprovider mitspielt, eine von Anton Weste dafür handgezeichnete isometrische
Skizze dieser besagten Dämonenarche sehen, die es leider so nicht ins Abenteuer geschafft hat. Im Abenteuer ist sie dann doch nur zweidimensional geworden. Und auch hier seht ihr sie nicht. Wenn ihr sie sehen wollt, werdet bitte Patreons von Anton Weste. Das waren die offiziellen Sachen, die ich mir für diese Woche so rausgesucht hatte. Und damit kommen wir dann jetzt zum Schelmischen. Was soll ich sagen? Über eine DSA-Spielrunde kann ich euch nicht viel berichten, denn wir haben immer noch Sommerferien. Die Urlaube von unserer Heldengruppe ist quasi ist komplett über die Ferien verteilt, wenn man so will. Irgendwie wechseln wir da uns immer ab. Wenn der eine gerade nach Hause kommt, fährt der andere in Urlaub. Das sollten wir vielleicht nächstes Jahr mal ein bisschen besser planen. In jedem Fall, ich bin jetzt wieder da. Nächsten Donnerstag können wir aber nicht spielen, weil der nächste schon wieder weggefahren ist. Also Drachenchronik 3 muss weiter warten, bis wir weiterspielen können. Ist aber auch nicht schlimm, ich habe ja noch genug andere Dinge zu tun. Zum Beispiel muss ich weiter an meiner Solo-Abenteuer-App schreiben. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt den kompletten Urlaub über gar nichts für getan. Wir haben tatsächlich den ganzen Urlaub abends immer nur zusammengesessen, Brettspiele gemacht, aber nicht programmiert. Ja, das heißt, da bin ich immer noch dabei, das dritte Abenteuer, die Nacht der Feuertaufe, umzusetzen. Und dann muss ich mir endlich Gedanken machen, den Kampf richtig schön zu machen, damit man das Ding auch mal raushauen kann. Ich hoffe, dass ich jetzt die letzten Urlaubstage noch dafür verwenden kann, da ein bisschen Zeit zu investieren. Dann, wie gesagt, wir haben während des Urlaubs auch gespielt und ich finde, da kann man einfach mal jetzt eine neue Schelm-Rubrik draus machen. Ich kann da noch mal irgendwann ein kleines Intro für basteln. Der Schelm-Brettspiel-Tipp der Woche. Wir haben nämlich dieses sehr, sehr schöne Spielchen Welcome to the Moon gespielt, meine Frau und ich. Und man muss dazu wissen, das ist eine... Ist eine Fortsetzung zu diesem Spiel, Welcome to New Las Vegas, was ja an sich auch schon eine Fortsetzung zu Welcome to Your New Home ist. Also, Welcome to the Moon nimmt das Prinzip von Welcome to Las Vegas und so weiter auf. Man muss Zahlen in einen Spielplan eintragen, von links nach rechts aufsteigend meistens. Und darf keine doppelten Zahlen da drin haben und so weiter und darf immer Aktionskarten mit diesen Zahlen kombinieren und damit irgendwelche Siegpunkte freischalten und Dinge machen. Welcome to the Moon bringt das Ganze auf ein neues Niveau. Das sind nämlich 8 verschiedene Spiele in einem. Jeder dieser beiliegenden Spielpläne, der übrigens jeweils 6-mal beiliegt, also ihr habt jeweils doppelseitige Spielpläne, 4 Stück pro Spieler mal 6 Spieler, 24 Spielpläne, also abwischbar da drin. Und auf denen könnt ihr dann also nach und nach diese Geschichte von der Besiedlung des Mondes und was dabei so schief gehen kann, durchspielen. Das sind wirklich, wirklich in sich geschlossene Minispielchen, die alle das gleiche Prinzip verwenden, nämlich ihr müsst diese Zahlen da eintragen und Aktionen auslösen. Die Aktionen sind auch thematisch immer dieselben, aber sie haben komplett neue Regeln bei jedem einzelnen Spiel, aber die Regeln sind super intuitiv. Wenn ihr das Grundprinzip verstanden habt, dann könnt ihr eine neue Mission mit ganz kurzer Regelerklärung nach 5 Minuten anfangen zu spielen. Und jedes dieser Spiele fühlte sich anders an, aber doch schnell erlernt und schnell gespielt. Nach einer halben Stunde ist man meistens dann irgendwie schon fast fertig oder ja, so um den Dreh. Also eine Rundum-Empfehlung. Wir haben das jetzt tatsächlich jeden Tag des Urlaubs gespielt, eine ganze Woche lang. An einem Abend haben wir sogar 2 gespielt, also 8 Missionen in 7 Tagen. Und am Ende hat meine Frau ganz knapp gewonnen. Und was kann ich noch sagen? Ach so, genau. Und wenn man es dann durchgespielt hat, dann sagt er, herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt das Einführungsspiel geschafft. Jetzt nehmen Sie doch bitte die Kampagnenkarten. Dann werden nämlich diese 8 Missionen jedes Mal noch ein wenig variiert und anders. Also richtig cool, richtig viel Spielwert. 35 € habe ich dafür auf der Spieldoch in Dortmund bezahlt. Ich weiß nicht, was die offizielle Preisempfehlung von Pegasus ist, aber mein Tipp der Woche, Welcome to the Moon, sehr schönes Spiel. Dann habe ich Post gekriegt. Irgendjemand hat mir netterweise folgenden Brief mit folgendem Inhalt geschickt.
Die Hexenklänge Karibik-CD ist bei mir angekommen und natürlich würde ich sofort vermuten, dass das Ralf Kurziefer verschickt hat. Ralf, wenn das von dir ist, herzlichen, herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Brief. Ich wüsste nicht, wo ich die sonst her habe, weil die war nicht aus dem F-Shop. Ich habe sie da nicht bestellt. Also entweder hat irgendein anderer Zuschauer dieses Streams mir das jetzt hier zugeschickt oder das kommt vom Ralf. Wie auch immer, vielen herzlichen Dank. Ich werde sie in meiner Reihe einreihen von CDs, die ich da stehen habe. Und wir werden in jedem Fall bald eine Rollenspielmusikfolge machen. Das ist einfach mal an der Zeit. Dann seht ihr mal, was es da alles so gibt. Ja, das waren, glaube ich, die Dinge, die ich euch erzählen kann. Und damit kommen wir jetzt zum Thema. Die Schicksalsklinge gibt es in einer klassischen Version. Das habt ihr ja schon mal irgendwann in einer alten Folge das erste DSA-Computerspiel von mir gezeigt gekriegt. Also die berühmte Etik-Reihe Nordland-Trilogie, Schicksalsklinge, Sternenschweif und Schatten über Riva. Die kennt man, wenn man in den 90er Jahren irgendwas mit DSA und Computern am Hut hatte und alt genug dafür war. Die 2000er haben uns dann eine Neuauflage beschert, zumindest von den ersten beiden Teilen. Schicksalsklinge und Sternenschweif sind neu aufgelegt worden, sind nicht gut angekommen, weil sie am Anfang noch ziemlich verbuggt waren. Ein großes Team von Beta-Testern und freiwilligen Mitarbeitern haben dann aber dazu beigetragen, dass das Spiel am Ende doch noch sehr spielbar geworden ist. Wir haben nämlich beim letzten Mal schon den Anfang spielen können und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns zurück nach Torval begeben, um das zweite Kartenstück zur Karte zum Grabhügel von Hetman Hügelig, dem berühmten Entdecker, der sich auf den Zyklopeninseln das Schwert Grimring hat schmieden lassen. Und mit dieser Schicksalsklinge sollen wir in der Lage sein, die Orks, die Torval bedrohen, zurückschlagen zu können, abschrecken zu können. Und damit wir das Ganze jetzt machen können, starten wir jetzt erstmal Steam. Ihr seht, ich bin perfekt vorbereitet. Steam ist noch nicht mal aufgerufen. Ja, also ihr könnt das Spiel bei Steam erwerben. Ihr könnt es auch wahrscheinlich bei GOG erwerben, weiß ich gar nicht so genau. Ja, sagen wir erstmal, es gibt es bei Steam. Und dort könnt ihr auch noch diverses Bonusmaterial dazu kriegen. So. Und wir starten. Warum mache ich das eigentlich? Ich kann das auch so starten. Ach, ich bin verwirrt. Also, Krimskrams, Steam, Steam Apps, Common Realms of Acania, Schicksalsklinge Hexe. Na? So, da kommt was. Alte Auflösung. Spielen bitte. Und da sind wir wieder im Hauptmenü von Schicksalsklinge Gold. Wir setzen unser Spiel da fort, wo wir aufgehört haben. Wir haben uns von Torval aus nach Nordwesten nach Feldstein begeben. Ja, das sieht man hier. Und zwar sind wir zu diesem Haus hier gegangen. Ein alter Mann tritt aus dem Haus und fuchtelt mit seinem Knüppel in der Luft herum. Was wollt ihr schon wieder hier, elendes Pack? Schert euch fort! Nachdem er euch noch ein paar weitere, saftigere Verwünschungen mehr an den Kopf geworfen hat, wirft er die Tür wieder ins Schloss.
Okay, das ist ein bisschen verwunderlich, denn er war gerade noch sehr freundlich zu uns, aber er hat uns ja auch schon was gegeben. Wir können ja mal kurz in unserem Quest-Tagebuch nachschauen, hier unten. Denn dort steht, erledigte Aufgabe war, Isleif Olgazon in Feldstein zu besuchen. Ich mache mal hier ein bisschen leiser, damit ihr mich noch hört. Ist natürlich viel leiser. Okay, keine Ahnung, wieso es jetzt so ganz leise geworden ist. Also, er hat uns eine Karte gegeben. Und das erste Stück dieser Karte sieht so aus. Das reicht uns natürlich noch nicht, um das Rätsel zu lösen, wo wir denn da hingehen müssen. Und deswegen brauchen wir jetzt weitere Karten. Wir haben im Angebot einen Beorn Hjallarsson im Angbodietal. Und eine Eliane Windenbeek in Warnheim. Und wir müssen ganz am Ende Grimrim finden, um den Orkensturm aufzuhalten. Ja, ich mache ja schon leiser. So, dann gucken wir doch mal Angbodietal und Warnheim. Wo kommen wir denn da leichter hin? Angbodietal. Angbodietal und Warnheim. Wo sind wir denn? Da müssen wir hin und da müssen wir hin. Also in jedem Fall erstmal wieder Richtung Oberorken, den Fluss weiter nach unten, den Bodier hinab. Alles gut, dann können wir uns schon mal... Ah, hier ist die Fährstation. Also wenn, dann fahren wir hier zur Fährstation Angbodietal. Fahren wir mal nach Oberorken. Ah, ein bisschen lauter geht es aber schon hier, ne? Kein Ton. Wollen wir rasten? Es ist jetzt Anfang der Nacht. Ja, da können wir mal ruhig rasten. Wir sind ja einigermaßen fit, weil wir den Superschelm dabei haben. Dann können wir ja mal die Vorräte auffüllen. Wasser habe ich schon mal gefunden. Ah. Dann lassen wir Gerbot mal nach Kräutern suchen, entdeckt aber nichts. Findet sie hier was? Unsere Vierenelfe. Auch keine Kräuter. Ich komme irgendwie nicht mit der Bedienung zurecht. Also Vorräte auffüllen könnte Svanja vielleicht noch. Findet auch nur Wasser. Na gut, dann schlafen wir mal. Weiterreisen. So, wir waren schon in Oberorken, da ist nicht viel Spannendes passiert. Am Wegesrand erkennt ihr eine einladende Lichtung. Ja, hier können wir gut rasten. So, jetzt lass mal wieder den Schelm suchen, der konnte das ganz gut. Genau, der findet echt viel. Und unser Krieger sucht mal wieder. Keiner findet Tiere hier, warum nicht? Keiner kann Tiere entdecken. Schade. Schlafen. Vor euch erschreckt sich eine saftige Wiese. Ach, ist doch noch früh am Morgen. Nee, da reisen wir mal weiter. Wir kommen nach Oberorken. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Taverne. Nochmal kurz auf die Karte. Hatten wir hier nicht auch eine? Wir gucken mal kurz, ob wir hier noch ein Gasthaus finden.
Herberge, schwarzes Gold, genau. So, dann können wir noch hier bestimmt noch mal eben übernachten und was Gutes essen. Ja, komm, Geld spielt keine Rolex. Und wir schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Hervorragend. Und damit gehen wir wieder zurück zur Karte. Praktisch ist natürlich, dass man jetzt gar nicht nachgucken muss, sondern wir wissen ja jetzt immer, wo wir hin müssen. Die Orte sind ja alle markiert. Also weiter nach Villenheim. Der Anführer fordert euch auf, stehen zu bleiben. Nein, wir gehen einfach weiter. Und auch hier, was sollen wir hier? Wir gehen einfach direkt weiter zum nächsten Ort. So, es ist Nacht geworden. Wir rasten. Wir finden immer nur Wasser, aber sonst nichts. Das ist schade. Und kommen hoffentlich gleich nach Auplog. Nö, jetzt sind wir ja da. Was für ein Radau? Bitte, jetzt spiele ich schon so lange und habe noch gar nicht bemerkt, dass ich ja vielleicht mal den Ton ausstellen sollte, damit ihr nicht alles als Echo hört hier. Ja, wo wollen wir hin? Eigentlich wollen wir kurz übernachten und dann wieder weiterreisen. Also, kurzer Plan. Von Weitem kommt ihr Mörder. Ihr könnt gerade, aber wie von... Okay, kurzes Zufallsereignis, aber da ist nichts passiert. Hier zum Beispiel ist eine Taverne. Kann man hier auch übernachten? Nee, leider nicht. Da ist eine Herberge. So. Dann können wir kurz was essen, ja. Komisch, das Essen ist genauso wie in dem anderen. Wir übernachten und verlassen diesen schönen Ort, um direkt weiter zu reisen nach Angbodietal. Da kommen wir aber nicht hin, also müssen wir erst zur Fähre reisen. Das sollten wir wohl hoffentlich heute noch erreichen. Oh, wir sind nicht besonders schnell unterwegs. Wollen wir rasten? Ja, komm, machen wir noch eben. Unser Schelm versucht was zu finden. 9 Proviantpakete. Super. Das ist doch gut. Und dann wird gerastet. So,
Angbodiertal. Man muss dazu wissen, all diese Zufallsbegegnungen, also nein, diese Missionen, wo denn die Kartenstücke sein könnten, werden zufällig ausgewählt. Also wenn ihr jetzt das erste Kartenstück in Feldstein oder sonst wo gefunden habt, heißt das nicht, dass ihr dann auch automatisch ein Angbodiertal bekommt, sondern das wird quasi ausgewürfelt. Da gibt es mehrere Erbenhügeligs, die man zu kriegen könnte. So, jetzt müssen wir natürlich hier rübersetzen. Wir können auf der Karte gucken, ob das jetzt hier direkt geht. Wir wollen ja rüber auf die andere Seite. Ach, tatsächlich, hier können wir einfach rüber jetzt. Ihr steht am Flussufer. Eine wenig vertrauenserweckende Fähre führt über den Fluss. Der Fährmann möchte uns 5 Heller pro Kopf abnehmen. Ach ja, komm, die Zeit haben wir nicht. Wir haben es eilig, mach hin. Und wir kommen ans andere Ufer. Jetzt sind wir also in Angbodiertal und sollten den Erben Hügelix finden. Da müssen wir jetzt natürlich erstmal nachfragen, wo der denn wo sein kann. Leider kann man mit den Leuten hier nicht sprechen. Die sind wirklich nur reine Staffage. Aber auf der Karte kann man sicherlich was sehen. Wir haben einen Ingrim-Tempel, wir haben Taverne. Gehen wir mal in die naheliegende Taverne hier vor unserer Nase. Und quatschen mit dem Wirt. Ihr betretet die Taverne. Der Wirt schaut euch fragend an. Wir bestellen erstmal ein bisschen was zu trinken und fragen. Der Wirt beachtet euch nicht weiter, sondern der Wirt bringt euch das Bestellte. So ist es. Was wollt ihr denn wisschen? Und fragen nach Bjorn Hjallarsson. Sicher. An der Theke winkt. Er hat immer Holz vor der Hütte. Händler mit einem leeren Bierkrug. Eine Frau möchte uns auf ein Getränk einladen. Nein, wir zahlen lieber selbst. Es ist immer noch nicht besonders viel los hier. Ihr bezahlt euer letztes Bier und geht. So, das heißt, Holz vor der Hütte am Ostende des Dorfes. Das sollte sich doch finden. Dann bewegen wir uns jetzt. Das Gute ist, man kann sich sowohl im 3D-Modus als auch im 2D-Kartenmodus hier bewegen. Also können wir mal hier so über die Karte laufen. Aha, was ist das denn? Dieses Haus hat es etwa Holz vor der Hütte. Was wollt ihr? Das ist es nicht. Was war es denn hier? Diese Tür etwa? Da ist Holz vor der Tür. Ein ziemlich junger, blonder Bursch. Wir sind im Auftrag des Hetmanns unterwegs. Ja. Und was habe ich damit zu tun? Ihr seid doch mit Hügelig verwandt. Stimmt. Könnt ihr uns vielleicht weiterhelfen? Sicher. Ich weiß eine ganze Menge. Ihr solltet mal bei Jora Ahrensson in Notarie oder bei Ragnar Fjorons, ja dort hier aus Witzand. Vielleicht können die euch weiterhelfen. Oder meine Basis Swafnild. Die ist allerdings immer auf See. Hjallandspot oder wie der Kahn auch immer heißt. Wahrscheinlich nimmt sie gerade einen tolamitischen Händler aus. Mit meinem Wissen bin ich am Ende. Aber ach, mit meinem guck Haben mal, er hat schon ein Stück Karte. Er verschwindet im Haus und kommt mit einem Stück Pergament wie. Aber jetzt muss ich euch ohnehin raus. Coole Sache, das war ja einfacher als gedacht. Wir brauchen ja keine Mission zu erledigen. Wir haben einfach so ein paar Verwandte und ein Kartenstück gekriegt. Vielen Dank. Er hat Damenbesuch oben. Er hat sich sogar gewaschen, obwohl noch gar nicht Monatsende ist. Dann wollen wir ihn nicht weiter stören und danken ihm herzlich. Der Schnee beginnt zu fallen. Schnee in Torval, sehr schön. Also auch Wettereffekte gibt es, die natürlich überhaupt keinerlei Auswirkungen auf den Rest der Landschaft haben. Aber wir wollen uns mal nicht beklagen, wir haben ein zweites Kartenstück und können jetzt sowohl nach Warnheim als auch nach Ottaje weiterreisen oder ganz nach oben nach Witzand. Meine Güte.
Ja, da haben wir natürlich ein bisschen mehr Weg vor uns, wenn wir nach Witsand wollen. Aber wir können ja erstmal uns nach Warnheim auf den Weg machen. Also, wieder zurück mit der Fähre übersetzen. Und Geld haben wir zwar nicht viel, aber das macht nichts. Ich haue es trotzdem raus wie verrückt. Und dann reisen wir weiter. Wenn ihr euch wundert, warum das alles so reibungslos läuft, ich bin im Anfängermodus. Das heißt, es kommen keine Krankheiten, es kommt kein Hunger oder wenig Hunger wahrscheinlich. Es kommen keine Überfälle. Es ist eigentlich so der Kindermodus. Ihr steht am Flussufer. Eine Furt führt ans andere Ufer. Wollt ihr... Ihr steht am Flussufer. Warum kommen wir denn jetzt auf dem Rückweg an einer Furt vorbei? Ein paar von uns haben jetzt wahrscheinlich irgendwelche Sachen verloren, wie ich das Spiel so kenne, keine Ahnung. Wir sind ins Wasser gestürzt, aber ja, wir wollen rasten. Ja, wir wollen was jagen. 15 Essenspakete. Jetzt haben wir wirklich genug hier. Und rasten aber nicht nur 2 Stunden, sondern kommen hier 7 Stunden. Was soll der Geiz? Jetzt haben wir schon 2 Kartenstücke. Rasten. Ja, jetzt machen wir wieder einen regelmäßigen Tag-Nacht-Zyklus hier. Lassen ein bisschen Kräuter suchen. Übrigens, dass das Ganze so hakelt, hat eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich was mit meiner Festplatte zu tun, die ganze Zeit hier die Bildschirmaufzeichnungen wegschreiben muss. Ich denke nicht, dass das mit dem Spiel zu tun hat. Wenn ich keine Aufzeichnung habe, läuft das hier sehr flüssig. So, der nächste Morgen, wir kommen nach Auplok. Ihr habt schon längere Zeit das Gefühl, als würdet ihr von mehreren Augen beobachtet. Würde es euch etwas ausmachen, einen Wegzoll von 15... Jetzt geht's in den Kampf. Drei, vier Räuber wollen sich mit uns anlegen. Okay, dann fangen wir doch mal an mit Svanja. Svanja geht in die Offensive. Wir werden beschossen, aber Gott sei Dank können die auch nicht gut schießen. Unser Zwerg geht nach vorne. Svanja kriegt 5 Lebenspunktschaden verpasst. Der Räuber, der irgendwie wie ein Elf aussieht, aber egal. So, wen haben wir jetzt? Angreifen kann ich leider nicht mehr. Bewegen können wir uns noch. Und Gerbot kommt hierhin. Attacke pariert. Attacke Patzer auch noch. Meine Fresse. Was habe ich denn hier für Experten rumlaufen? So, was zaubern wir denn jetzt mal Schönes? Komm direkt ein Fulminictus. 8 Lebenspunkte. Schon wieder 7 Lebenspunkte. Was ist hier los? Zwerg greift den Räuber an. Angriff fehlgeschlagen. Räuber angreifen im Kampf mit Blitzigfind.
Blitz dich findet. Fehlgeschlagen mit 14. Was ist denn hier los? Mein Gott. Svanja muss ja auch hier einstecken. Wen haben wir denn jetzt? Komm, du wirst schon mal eingekesselt hier und kriegst auf die Nuss. Aber ich habe keine Bewegungspunkte mehr. Schade. Der Räuber greift an. 7 Lebenspunkte. Schaden. Schade. Ich bin aber auch nicht clever. Keine Sichtlinie. Aber den hier, den kann ich angreifen und kann einen Blitz sich finden. Blitz dich find. Schon wieder fehlgeschlagen. Was ist das denn? Ich habe 14. Leute. Kann es sein, dass wir diesen Räuber noch keinen einzigen Schadenspunkt verpasst haben? Zauber, Kampf. Ignifaxius. 2W. Ignifaxius. Fehlgeschlagen. Großartig. Ach, das hier ist Dedo. Die Hexe ist Dedo. Okay. Habe ich mich vertan. Ich dachte irgendwie, das hier hinten wäre mein Dedo. Ach nee, stimmt ja. Das ist Dedo und das ist Kai. Ja, das ist jemand anders. Na gut. Bin verwirrt. Kampf. Fulminictus. Fehlgeschlagen. Ja, ich bin wohl nicht der fähigste Kämpfer hier. Jetzt habe ich keinerlei Sichtlinie. Plumbumbarum. Hat geklappt. Oh, der fällt um, wenn ich einen Plumbumbarum wirke. Das ist spannend. Angriff pariert. Ja, ich bin auch nirgendwo kritisch hier. Das ist eigentlich alles noch ganz human. Der verliert 5 Lebenspunkte. Noch ein Plumbobaum. Hat ja so gut geklappt. Ah, fehlgeschlagen. Schade, schade. Keine Sichtlinie für den Schelm. Plumbumbarum. Die Steuerung, muss man aber sagen, ist sehr, sehr schnell erlernt. Neue Gegner, sag mal, spinnt ihr? Reicht doch jetzt, oder? Plumbumbarum.
Ritzig Find. Oh. Okay, Ritzig Find und er fällt um. Was ich beim Blendungszauber eigentlich für sehr komisch halte, aber na gut. So, Schuss ging daneben. Sehr gut. Dann kriegt der gute Mann jetzt hier mal. Einen Freund angreifen. Oh, dann habe ich den jetzt verwechselt. Entschuldigung, du bist ja da rüber gegangen. Habe ich mich vertan? So, jetzt aber. Noch ein Schütze. Habe ich den jetzt auf meinen Freund gezaubert? Ach, ich bin auch doof. So, Attacke pariert. Kampfzauber, Blitz dich find. Fehlgeschlagen. Häuber schießt daneben. Häuber wird von hinten attackiert, misslungen. Wird nochmal angegriffen mit einem Blitz dich find. Misslungen. Jetzt kommt der neue von hinten. Ja, kann jetzt nicht sagen, dass mich der Kampf so richtig fesselt, aber das war ja auch schon früher immer so. So, ich gehe in den Nahkampf und greife auch von hier an. Schön, dass sie anscheinend wirklich nur kämpfen kann. Blitz dich find. So, auch den hauen wir noch um hier. Hat irgendwie fast noch nichts verloren, ne? Kann das sein? Alle prügeln auf ihn ein, aber keiner macht Schadenspunkte. Zwei Schadenspunkte, yay! Komm, haut mal drauf. Was seid ihr für eine Gurkentruppe? Er kann nur zaubern. Blitz dich find. Und auch das noch nicht mal besonders gut. Pariert. 7 Lebenspunkte weg. Naja, also mit Ruhm bekleckern tun wir uns hier garantiert nicht. Mit Räuberblut auch nicht ausreichend. Ah, ich glaube, jetzt hängt's, oder? Kann es sein? Nee, doch nicht. Hat sich gefangen. Ah, irgendwie geht mein Rechner gerade ein bisschen in die Knie. Lumbumbarum.
kleinen Fulminictus drauf. Auch fehlgeschlagen. Nichts gelingt hier. Ja. So kann ich nicht arbeiten. Gut, dass die Räuber auch nicht viel besser sind. Mein Gott, Leute, was soll denn hier passieren, wenn man ein richtiger Kampf ist mit einem richtigen Gegner? Trauerspiel. Na endlich! Drei Gegner geplättet. Blitz dich find! Einer geblendet. Kein Wunder, dass der Schuss daneben geht. Hier komme ich dahin, du. Alle auf einen, wie sich das hier gehört. So, ja, so richtig viel passiert hier nicht. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ihr das mit ansehen müsst. Aber wir kriegen den Kampf bestimmt auch noch über die Bühne. So, greif hier mal bitte an, du Kollege. Keine Ahnung, warum der Zwerg jetzt nicht diagonal angreifen konnte. Sonst ist das eigentlich nie ein Problem, hatte ich das Gefühl. Alle hauen auf den Söldner, auf den Räuber drauf, aber keiner trifft. Hervorragend. Ah, geblendet war er eigentlich auch schon, aber kann man ja immer noch mal machen. Er trifft auch nicht. Vielleicht ist das ja die Folge des Blitzigwinds. Der hier möchte nicht in den Nahkampf, kann man verstehen. Aber machen wir trotzdem. Fulminictus. Leider fehlgeschlagen. Okay, wieder einer weniger. Also grundsätzlich ist das eigentlich alles schon ganz schön gemacht. Ist halt genauso wie das Originalkampfsystem von Schicksalsklinge. Wer das nicht kennt, das ist im Prinzip genau das hier. Einziger Vorteil, den das damals hatte, damals konnte man den Kampf noch beschleunigt vom Computer durchspielen lassen. Das geht jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr. Zumindest weiß ich gerade nicht, wie das gehen soll. Ja, komm, alle hier auf den Kollegen drauf. Das ist der Räuber, okay. Da will ich hin. So, du kriegst gleich einen auf die Nuss. Kampfzauber, Plumbumbarum. Hat geklappt, glaube ich, oder irgendwas ist passiert, dachte ich. Er kommt nicht ran, also muss er rumlaufen. Das war ein komischer Lauf. Er kann aber angreifen. Delo Oldenport macht einen Fulminictus. Der natürlich fehlschlägt. Machen wir uns nichts vor, das war klar. Blitz dich,
Find. Ach, nix passiert hier, ey. Es ist zum Kotzen. Also wenn man irgendeinem neuen Spieler sagen würde, boah, dieser Kampf hier, der ist total cool, der ist nämlich genauso wie ein echter DSA-Kampf, dann hätte man denjenigen, glaube ich, schon direkt vom Hobby abgeschreckt. Ignifaxius. Ignifaxius, getroffen, getroffen? Nein. Warum eigentlich nicht? Warum kann der denn jetzt da nicht angreifen? Verstehe ich nicht. Er kann auch nichts machen. Abwarten. Kampfzauber. Also aus der Distanz musst du das jetzt hinkriegen. Blitz dich, Find. Ah, schieß erstmal aus einem Meter daneben. Sehr gut. Wir stehen uns hier alle selbst im Weg. Okay, dann machen wir mal nichts. Er kann nicht mehr zaubern, weil er keine Astralenergie mehr hat. Dann machen wir den jetzt nur noch mit Nahkampfattacken fertig. Die der aber natürlich pariert, was die Sache nicht schneller vorbeigehen lässt. So kann man die Woche auch rumkriegen. Da ist meine Festplatte voll mit der Aufnahme hier. Es ist jetzt schon 22.29 Uhr. Normalerweise wäre ich jetzt mit der Filmschau fast durch. Aber da wir heute später wegen der kaputten Aufnahme angefangen haben, können wir auch hier noch ein bisschen weiterkämpfen. Also ein bisschen Lebenspunkte gehen ja durchaus immer verloren. Ist ja nicht so, als ob hier gar keiner irgendwas verliert. Deshalb bin ich mal total zuversichtlich, dass der Kampf endet irgendwann. Ah, jetzt hat der Magier hier wieder irgendeinen Haker. Irgendwas passiert jetzt hier gerade wieder nicht so, wie es sollte. Glücklicherweise fängt sich der Kampf aber tatsächlich von alleine. Anscheinend ist da irgendein Fallback-Mechanismus im Kampfmanager untergebracht, der dafür sorgt, dass wenn irgendwann es nicht weitergeht, dass dann tatsächlich er von alleine drauf kommt, dass er nächsten Spieler an den Zug bringen sollte. Das ist schon mal sehr gut. Ich meine, noch besser wäre es natürlich, wenn dieser Fehler gar nicht erst auftreten würde, aber er ist noch nicht abgestürzt. Minus 3 Lebenspunkte. Langsam kommen wir in einen Bereich, wo er gerne mal zu Boden sinken dürfte. Noch ein, zwei gute Attacken und der Kampf sollte vorbei sein. Komm, hau drauf. Mach es.
pariert. Jetzt werde ich doch nicht so. Minus 5, ey, der hat doch nichts mehr. Er ist doch ein witziges Opfer hier. Hau drauf. Jetzt aber, komm. Pariert. Ach, fehlgeschlagen. So werden wir nie die Schicksalsklinge wiederfinden. Minus 2 Lebenspunkte. Wie viel denn noch, Kollege? Wie viel denn noch? Jetzt, komm. Ah. Na also. So, in die Mauer gefallen. Weg ist er. Jetzt liegt er in der Mauer. Jetzt hängt der Kampf erstmal wieder ein bisschen. Wir haben gesiegt. Yay. 9 Dukaten, 5 Heller sind unser Lohn dafür, 2 Säbel, 10 Bolzen und eine Armbrust. Ja, das nehmen wir auch gerne alles mit. So, und jetzt wird erstmal gerastet und geheilt. Heilkunde Wunden. Zum Beispiel auf sie hier. Sie sieht nämlich ganz schön mies aus. Und das gleiche nochmal auf Gurbosch, meinetwegen. Ah, geht nicht mehr. Na gut. Dann würde ich sagen, ist Rasten mal ganz gut angebracht. Ganzen Tag. Und weiter geht's. So, schon sind wir alle ein bisschen erholter. Wir sind wieder in Auplog, wir wollen wieder nicht hierhin. Das heißt, wir reisen direkt weiter Richtung Warnheim. Und das ist auch schon direkt der nächste Ort, wo wir hinreisen. Ja, Hasten kann man immer essen. Oder Kräutersuche. Eine Stunde Kräutersuche, 4 Tanelen, wunderbar, schlafen, 8 Stunden, nächster Morgen weiterreisen. Wenn wir in Warnheim sind, sollten wir unbedingt mal speichern. Ich weiß nämlich gar nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ja doch, in Feldstein natürlich. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, da möchte ich nicht alles nochmal machen müssen. Also gleich bitte einmal speichern. Ja, wir wollen rasten. Und aber wir speichern gleich in der Stadt. Im Gegensatz zum alten Spiel ist es hier auch nicht so, dass das Speichern direkt Abenteuerpunkte frisst oder sowas, sondern hier kann man durchaus auch mal zwischendurch die ein oder andere Speicherung wagen. Am Wegesrand erkennt ihr eine Windgeschichte. Ja, und so kämpft man sich hier durch Torwahl. Vor euch seht ihr einen kleinen, aber reißenden Bach, über den sich 2 Stunden, ja, mein Gott. Nee, wir gehen einfach mal die Nacht durch. Mal gucken, was passiert. Mitten auf den Hohlweg, auf dem ihr... Es dauert zwar eine geraume Zeit, wir haben soeben einen umgefallenen Baum mal eben kaputt gehauen. Jetzt rasten wir für 3 Stündchen. Am Wegesrand erkennt ihr. Jetzt entdeckst du eine windgeschützte Stelle. Na super, bisschen spät. Am frühen Morgen, nachdem wir gerade aufgebrochen sind. Hey, guck mal, hier hätten wir auch rasten können. Ja, toll, danke. Es ist noch Mittag. Nein, wir wollen nicht rasten.
okay, wir wollen doch rasten. Na gut, dann rasten wir bis zum nächsten Morgen. Wir haben ja Zeit, die Orks stehen ja nicht gerade vor Torwall oder so. Ist ja kein Problem, wir haben ja irgendwie 100 Tage, bis das Ganze erfüllt sein muss oder so. Am Wegesrand erkennt ihr... Komm, Warnheim, vor Feierabend heute? Nein, leider nicht, es ist schon Nacht. Nein, wir reisen weiter, ich will Warnheim erreichen. Es ist 11 Uhr, Mitternacht, 1 Uhr... Nein, wir gehen weiter. Komm. Ach. Ihr seid Luschen. 8 Stunden Schlaf. Mittags geht's weiter nach Warnheim. Und in Warnheim wird gespeichert. So, Spiel speichern. Wir speichern das mal unter Schelmklaue 3. Spiel speichern. Okay, jetzt müssen wir mal rausfinden, wo wir denn hingehen müssen. Was haben wir hier? Das Haus von Marinus Petersohn. Kommen wir mal hin, ne? Ah, es ruckelt wieder sehr. Oh, das war schon. Bin schon vorbeigelaufen. Das da. Wer ist denn Marinus Petersohn? Ihr klopft und wartet, nichts rührt sich. Hier bemerkt ihr, dass die Tür einen Spalt offen steht und die vernimmt nun seltsame Jammerlaut. Ihr stürmt hinein und stellt fest, dass der Hausbesitzer der Sangeskunst wahrlich nicht mächtig ist. Als Marinus Petersohn euch erblickt, hält er inne und fragt, ist meine Stimme nicht die eines Elfen? Ihr schaut euch untereinander verdutzt an und zieht kopfschüttelnd von dannen. Seltsame Leute scheinen hier zu wohnen. Ja, seltsame Leute scheinen auch die Texte für dieses Abenteuer geschrieben zu haben. Ich denke, der Großteil davon war damals zu den DSA 2 Zeiten, als das Originalspiel erschien. So, was haben wir da für eine Taverne? Herberge Ronnys Spelunke. Spelunke klingt doch gar nicht schlecht. Gehen wir mal hin. Einmal hier rundum laufen. Wir sind am Hafen. Sehr schöne Hafenszenerie. Also wie gesagt, rein grafisch finde ich das Ganze schon schön. Hättet ihr nichts gemerkt. Gerade noch rechtzeitig dreht ihr der möchte. Tja, irgendjemand hat uns gerade Geld geklaut. Ach, egal. Wenn es kein Geld mehr gibt, dann modifizieren wir irgendeinen Speicherstand und kriegen bestimmt wieder eins. Oh, das ist jetzt die Seereise. Wir könnten jetzt über See nach Otaje reisen, das würde natürlich auch uns einiges abnehmen, aber nein, das machen wir nicht. Nein, wir wollen nicht reisen über See. Wir wollen... Ey! Jetzt kann ich mich nirgendwo mehr hinbewegen, ohne dass diese blöde Karte kommt. So, wir gehen von der Tür weg. Und gucken noch mal auf den Plan. Ich wollte eigentlich dahin, dachte ich. Treppe rauf. Um den Zaun herum. Und in die Spelunke von Ronny rein. Hallo Ronny, schön dich zu sehen. Ah, Kundschaft. Tönt es euch bereits entgegen? So, wir könnten jetzt hier schlafen. Diese Herberge könnte genauso gut am Marktplatz in Gareth stehen. Sie ist... Was soll ich sagen? Die meisten Boote... Ich hab doch gerade schon bezahlt. Gut, wir gehen noch mal raus.
und erkunden die Stadt ein wenig. Irgendwo muss eine Taverne sein, wo wir uns erkundigen können. Bin ich heruntergefallen, kann natürlich auch nicht mehr hochspringen. Ne? Also wenn man irgendwo runterstürzt, sollte man hoffen, dass irgendwo eine Treppe zu finden ist, die wir nehmen können. So, Blick auf die Karte. M ist übrigens Karte aufrufen. Wir waren noch nicht im Ostteil der Stadt. Können wir mal hingehen. Da ist ein Wegweiser. Ja, wir wollen eigentlich gar nicht wissen, wie wir hier wegkommen. Wir wollen eine Herberge. Nein, wir wollen eigentlich gar keine Herberge. Eigentlich wollen wir gerne eine Taverne. Entschuldigung, wir wollten gar nicht in ihr Haus eindringen. Das war Zufall. Sie glauben gar nicht, wie oft uns sowas passiert. So. Also dafür, dass das Spiel wirklich von so wenigen Leuten entwickelt wurde und man hier sieht, dass wirklich sehr viele Städte relativ naturgetreu abgebildet wurden, ist das schon eigentlich echt eine beeindruckende Leistung. So. Der Wegweiser führt uns natürlich wieder auf die Überlandkarte. Da wollen wir aber gar nicht hin. Ach, Leute. Ja, die Steuerung ist manchmal ein bisschen sperrig. Ich laufe jetzt immer vor diese blöde Wegweiser-Markierung davor. Ja, du bist ein Wegweiser. Ich hab's verstanden. Und da ist natürlich weiterhin der Hafen. Aufs Wasser hinausgehen dürfen wir leider nicht. Da ist vernagelt und verrammelt. Das Wasser sieht nachts sehr merkwürdig aus. Ah, nee, jetzt kommt's wieder. Tja, was haben wir denn hier noch, wo man gucken könnte? Kann die Karte natürlich auch ein bisschen rauszoomen und umher scrollen. Da ist eine Taverne. Sehr schön. Da müssen wir unbedingt rein. Dann quatscht man nochmal mit dem Wirt. Hallo Wirt. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur noch mit Mühe vorwärts. Der Wirt schaut... Sechs Bier. Wirt, danke. Und Der Wirt beachtet euch. Der Wirt bringt... So ist es. Eliane Windenbeck-Warnheim. Sie wohnt im Ortskern, gleich hinter der Nordfahrerkrämerei. Ortskern hinter der Nordfahrerkrämerei. Danke, das reicht mir schon. Kurzer Blick auf die Karte. Da geht's hin. Das ist doch naheliegend. Also... Ihr klopft. Eine recht. Wir sind im Auftrag des Hetmanns unterwegs. So, so. Trotzdem könntet ihr euch vorstellen, oder etwa nicht?
Ja, wir stellen uns vor. Erfreut, mein Name ist Eliane Windenbeek. Was führt euch zu mir? Ein interessantes Thema, aber kommt doch erst mal her. Sie bittet uns hinein und serviert uns Wein. Warum interessiert ihr euch für das Schwert? Ihr berichtet von wir erzählen ihr von unserem Schwert. Die Frau lässt euch in Ruhe ausreden. In Breida gibt es einen Ansgrim Turboldson, meines Wissens nach Urgroßvater, der einzige Überlebende der Expedition ins Orkland. Er hat mir einen Namen genannt. In Torval habe ich dann erfahren, dass es noch direkte Nachfahren von Hügelig gibt. Seine Ur-Ur-Urenkelin Svafnild Egilsdottir, Seefrau, kommt aus Kjall, ist aber ständig mit der Jalland stolz unterwegs. Und dann gibt es noch Jasma Tinmasdotter aus Skofnskjofsberg. Sie war aber noch nie da. Fexkehr, dort habe ich eine Karte aus seinem Nachlass erstanden, von einem Alrik Derondan. Er ist allerdings nur ein kleiner Fetzen vergilbten Pergaments. Mehr weiß ich aber nicht. Diese Karte, können wir die haben? Die gebe ich natürlich nicht gerne her. Aber wenn aha, jetzt kommt eine weitere Mission. Ein Gefallen will sie haben. Der Namenlose versucht, auch hier im Norden Fuß zu fassen. Und irgendwo auf Jalland gibt es einen Tempel, wo sie das Grauen herbeibeschwören und eine Finsternis heranlocken, aus der es kein Entrinnen gibt. Man muss das Bestreben seiner Diener möglichst schon im Keim ersticken, doch ich bin nicht allein dazu in der Lage. Könnt ihr mir vielleicht helfen, auch wenn ihr eine größere Aufgabe im Auge habt? Wir helfen euch gerne. Es freut mich, dass ihr mir helfen wollt. Kommt wieder, wenn ihr auf Jalland wart und den Dienern des Namenlosen dort den Garaus gemacht habt. Zum Dank werde ich euch auf Jalland. Wo ist denn Jalland? Die Reisekarte natürlich. Jallands Hof. Jallander Hof. Das ist die Insel Jalland, wo wir jetzt rüber müssen. Nach Ljastal. Also müssen wir zum Hafen, würde ich mal sagen. Ist ja kein Problem, da sind wir ja gerade. Ihr klopft. Super, also müssen wir jetzt wieder einen Kampf bestehen. Ach du Schande, das kann doch nur böse enden. Auf zum Schiff. Im Hafen liegt ein kleiner Kutter namens Jallandsstolz. Könnte ein Fischerboot sein, wenn nicht einige verdächtige Waffen. Swaffnet Egilsdottir Schiff? Ja, natürlich. Als ihr euch dem Schiff nähert, seht ihr an Bord eine Frau. Erschrocken fährt die Frau von ihrer Arbeit hoch und dreht sich zu euch um. Ja, die bin ich. Und was wollt ihr ausgerechnet von mir? Meinen Ur-Urgroßvater? Der ist doch schon lange... Eine Karte? Was für eine Karte denn? Ach so. Na, jetzt weiß ich, worum es geht. Tja, der gute... Ragnar Fyrunias Dotter in Vizantias, wussten wir schon. In Angbodietal gibt es Björn Jallason, danke, das wussten wir auch schon. In Brendel gibt es einen, der heißt Thiomas Svafnilsson. Ich glaube, der ist auch irgendwie mit Hügelig verwandt. Ach, was soll's, ich kann mit dem Pergamentfetzen. Und ein Pergamentfetzen. Ich habe da eine Karte. Außerdem gibt es dann noch ein Problem, ich habe die Karte nicht dabei. Wir müssen sie ist in Liskorn, wir müssen die erst holen. Na klar, macht euch reisefertig, wir laufen gleich aus. Sofort macht's. Ihr fahrt die ganze Zeit die Küste entlang. 2 Stunden später kehrt sie zu. Ihr betrachtet. Hat mich gefreut, euch helfen zu können. So, wir haben die dritte Karte, Leute. Das läuft doch heute. Nach einer längeren Verabschiedung geht ihr von Bord. Die Torwalerin winkt euch vom Ja, super. Wir sind jetzt auf Liskor.
In Liskor, meine Güte, dann sind wir jetzt aber auch nah dran an Witzand und Klarneck. Das ist doch schon mal praktisch. Also sie hat uns jetzt sehr weit hier nach oben gebracht. Aber dafür müssen wir jetzt hier auch über Land reisen. Jetzt haben wir natürlich nicht die namenlosen Paktierer beseitigt auf Jalland. Dann reisen wir erstmal nach Klarneck weiter, würde ich sagen. So, und ich würde sagen, wenn wir das nächste Kartenstück gefunden haben, dann ist ja aber auch mal Ende im Gelände. Ja, Rasten meinetwegen. Wir befinden uns in Klarneck. Und schauen mal auf der Karte nach, was es denn hier so gibt. Es gibt einen Wegweiser, das ist schön. Haska Fjolnirsson, wen sollen wir denn eigentlich hier suchen? Das können wir noch mal eben nachgucken. In Klarneck sollen wir Jasma Tinmasdotter suchen. Da kriegen wir hin, ne? Erstmal brauchen wir eine Taverne. Alle Leute, gibt es hier eine Taverne? Ihr müsst doch auch mal was trinken bestimmt, oder? Ist das eine Taverne? Nein, das ist wohl ein Wahrsager oder sowas, ein Heiler. Da ist eine Herberge und da ist eine Taverne. Wir sind in der Taverne und können mit dem Wirt reden. Der Wirt, der sich schon zum Gehen. So ist es. Jasma Tinmasdotter, kennt ihr die? Die ist nach Tos umgezogen. Ein baumländischer Händler mit einem leeren Bier. Drei Tische weiter, also am anderen Ende der Taverne, bemerkt ihr eine finster dreinblickende Frau. Wir könnten jetzt Nariel als Begleitung mitnehmen. Neben sich an die Wand gelehnt. Als sie euren Blick bemerkt, es ist immer noch nicht besonders viel los hier in der. Ihr bezahlt euer Anführer. Wir haben eine Jägerin dabei. Sehr schön. Vielleicht kann die uns ja mal ein bisschen helfen. Also nach Tos ist die gesuchte Person umgezogen. Das heißt, hier die Karte wollen wir. Tos ist da unten. Jetzt ist die Frage, gehen wir erst nach Tos oder erst nach Witzand. Ach, gehen wir erstmal nach Liskor zurück und dann nach Tos. So Leute, wir haben jetzt auch schon anderthalb Stunden, so ganz lange machen wir da nicht mehr. Wie gesagt, eine Karte, dann machen wir in jedem Fall Ende. Vor dem Einschlafen spielt noch eine wunderschöne Melodie und singt dazu ein. Holt tief Luft. Unsere neue Begleiterin singt von einer sehr mächtigen Magierin, einer Herrscherin eines großen Reichs im Süden, die sich selbst zur Göttin ausrief und unglaublich mächtige Dämonen beschwor. Damit meint sie wahrscheinlich Hela Horas, würde ich sagen.
Letztendlich war es ein Aufgebot des damals noch jungen und schwachen Mittelreiches, unterstützt von einem... Ja, das war ihr Großvater, das war Bosporans Fall vor über 1000 Jahren. ...und den entscheidenden Sieg errangen. Bosporans Fall begann damals... Streichelt ein letztes Mal über das... Ja, sehr schön. Hat sie uns was vorgesungen? Und wir sind wieder zurück da, wo es angefangen hat, in Liscor. Und von Liscor aus direkt weiter nach Tos. Da gibt es auch anscheinend einen Weg über den... über die Tossel. Wegesrand kennt ihr. Nein, wir reisen natürlich noch weiter. Wir haben noch ein paar Stunden Tageslicht. Haben auch schon ein Drittel der Strecke nach Tos zurückgelegt. Jetzt rasten wir aber dann doch nochmal. Und erreichen so hoffentlich Tos. Nein, wir reisen weiter. Euer Anführer fordert euch auf, stehen zu bleiben. Ein Monolithen haben wir gesehen. Hat euer Kamerad, das kann man natürlich nicht zwischendurch speichern. Das wäre natürlich der Monolith. Wir gucken mal eben einmal in die Musterlösung. Bevor ich hier irgendeinen Quatsch mache und gleich hier sterbe, möchte ich gerne wissen, was es hier mit auf sich hat. Die Musterlösung. Da haben wir sie. Der Monolith. Das ist ein anderer Monolith, glaube ich. Tos, genau. Wenn ihr der Sache auf den Grund gehen wollt, müsst ihr zuerst durch einen Fluss schwimmen. Baut euch vorher zur Sicherheit ein Floß für eure Ausrüstung. Dann gilt es für jeden Helden, den Fluss zu überqueren. Am anderen Flussufer steht ein schwarzer Monolith der orkischen Machart, ist durch das zweigötzige Götzenbild Tairach und Brazorak dargestellt. Ihr sollt das orkische Götzenbild umwerfen und zerschlagen, denn dadurch erhaltet ihr das Wohlwollen aller 12 Götter. Dann geht es mit dem Floß für eure Ausrüstung wieder zurück. Ja, das ist jetzt nicht besonders spannend, deshalb marschieren wir mal weiter. Was die 12 von uns denken, ist mir momentan erstmal ein bisschen egal. Rasten, nein, komm, die paar Meter können wir noch. Wir sind in Tos, herzlichen Glückwunsch. Wir laufen nach Tos rein. Und entdecken noch keine Kneipe. Hallo Kneipe, wo bist du? Mal hier ein Heiler, ein Gemischtwarenladen, einen Wegweiser. Nein, da wollen wir nicht mehr reinlaufen. Wir laufen hier oben rum und sehen eine Taverne, die sofort betreten wird. Ich finde es übrigens recht nervig, dass er die Karte nicht ausmacht, wenn man in eine Taverne geht. Wir reden wie immer mit dem Wirt. Sieben Bier. So ist es. Fragen wieder nach Jasma. Sie wohnt seit kurzem hier in Haskars Haus gegenüber der Herberge. Gegenüber der Herberge. Ihr bezahlt, als ihr nach draußen. Herberge. Wo ist denn hier die Herberge? Da oben wahrscheinlich. Gegenüber der Herberge. Das Haus sieht so aus, als sei erst kürzlich jemand eingezogen. Momentchen! Ertönt von drinnen ein. Okay, wir haben sie gefunden. Es dauert etwas. Dann eine schwarzhaarige Frau von etwa 30 Jahren. Wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Wir suchen. Ach so,
Ihr wollt sicher zu Haskar. Jasmar Tinmasdottir. Mich sucht ihr? Sagt die Frau ungläubig. Das gibt's doch nicht. Wir suchen Hügeligs Schwert. Da seid ihr nicht die Einzigen. Ach, was lasse ich euch hier draußen stehen? Kommt doch rein. Aber schaut euch bloß. Sie ist gerade erst hier eingezogen, das passt, ja? Überall steht. Also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Sie hat das Schwert nie gesehen, aber sie hat ein Pergament. Das ganze Durcheinander hier kommt nicht nur davon, dass ich umgezogen bin. Sie hat in Klarnik gewohnt, aber dann stand diese eigenartige Gestalt vor ihrer Tür. Fragt mich nach einer Karte, die vom alten Hügelig stammt. Er kommt mit zwei Schränken von Kerlen und nahm die Bude auseinander. Die Karte hat er nicht gefunden. Hat er gefunden und mitgenommen. Die Karte hatte. Inzwischen weiß ich sogar, wo er sich rumtreibt. In einer alten, verborgenen Ruine. Auf dem Weg nach Riborn. Auf dem Weg nach Tossen. Ein kleiner Pfad, etwa 12 Mal. Ach, ich rede ununterbrochen und dabei vergesse ich ganz die Gastfreundschaft. Sie holt einen Krug. Was wollt ihr eigentlich mit Hügeligs Schwert? Schaut's. Ach ja. Sagtet ihr das nicht eben schon? Im Auftrag des... Ich weiß, wie ihr vielleicht weiterkommen könntet. Meine Familie hatte mal 2 Karten. Ah ja, ein Teil hat einen Chiora Arnsen, der in Ottaje wohnte. Und dann könntet ihr noch beim alten Umbrick in Orville. Der kennt jede Menge Leute. Wohnt in Ob... Im Moment fällt mir leider nichts ein, was euch noch weiterhelfen könnte. Ja, das war ja auch schon eine Menge, was ihr hier wusste. Okay... Dann schauen wir noch mal kurz auf unsere Karte. Und so langsam gibt es hier echt viele Orte, die wir mal untersuchen sollten. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht mehr heute. Wir speichern jetzt unser Spiel. Schelmschau 4 nennen wir das Ganze. Schelmschau 4, DSA 1, Save. Keine Ahnung, ob man das hier angeben muss, aber... Kann ja nicht schaden, speichern und Spiel verlassen. Leute, damit haben wir unsere zweite Folge zum Thema Schicksalsklinge in der neuen 2013er Ausgabe hinter uns gebracht. Und ja, wir haben ein paar Kartenteile gefunden. Wir haben ein paar neue Missionen gekriegt. Die Karte füllt sich langsam mit Wegpunkten, die man abarbeiten kann. Das ist schön. Und damit würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Ausblick und zur Vorschau auf die kommende Folge. Auch in der nächsten Woche wird es natürlich wieder eine Schelmschau geben. Es wird die neuen Produkte der Juli-Woche geben, die ich euch hoffentlich in die Kamera halten kann. Und das Thema kann ich euch noch gar nicht so genau sagen, aber ich würde wirklich gerne mal langsam eine Folge zum Thema Rollenspielmusik machen. Was kann man so am Spieltisch alles hören? Welche Möglichkeiten gibt es, um ein Stück möglichst unstörend einspielen zu können, ohne das ganze Abenteuer, ohne die Immersion komplett zu brechen und die Leute aus dem Abenteuer rauszureißen. Und in diesem Sinne, das wäre jetzt so mein Arbeitstitel fürs nächste Mal, vielleicht aber auch was ganz anderes. Ihr kennt mich, bis nächste Woche fällt mir bestimmt noch irgendwas anderes ein. Wir schauen mal, lassen uns alle überraschen und sehen uns hoffentlich nächste Woche zu einer neuen Schelmschau, dann hoffentlich mit einer etwas besseren Internetverbindung als dieses Mal wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Schelm. Ciao.